Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kämpfer zu meiner Linken in der roten Ecke. Ich kenne den Mann als ausgesprochen hart schlagend. Der stammt aus dem Team MB Academy aus Paris, Frankreich. Bonsoir, bonchance, Fabrice Kindombe! Ladies and Gentlemen, in der blauen Ecke, der Heimecke, ein Allrounder, noch sehr jung, aber doch schon sehr erfahren. Er vertritt das renommierte Team Ismael aus Hamburg, Deutschland, Nasrat Haqparast. Spannende Bilder hier beim Stairdown. Fabrice guckt nicht mal hoch. Seconds Out, Betreuer aus dem Ring. Seconds Out, please. Ich freue mich sehr drauf, Nasrat hier nochmal zu sehen. Wir nähern uns dem ersten Höhepunkt des Abends. Und das war Nasrats Wunschkampf. Applaus. Das war sein Wunschkampf. Runde 1. Jetzt geht's los. Da sieht man schon gleich bei den ersten Schlägen, die beiden Jungs sind richtig drin. Nasrat kommt jetzt wieder nach vorne. Ganz hartes Gefecht, sehr ganz schön hartes mit. Gefecht. Beide Kämpfer hier. Oh, Beinwechsel, High Kick von Nasrat mit links. Nasrat mischt hier sehr schön die Höhen, greift oben an, tritt unten und wechselt dann. Fabrice mit der schönen Rechten, die feuert da richtig lang raus. Das ist ein ganzes Feuerwerk hier. Das ist fantastisch. Oh, oh, da hat er ihn erwischt. Harte Rechte. Harte Rechte. K.O. Unglaublich. Eine Rechte und er hat ihn. Sah nicht so aus. Aber er hat's gemacht. Was für ein Kampf, was für ein Gegner. Und er haut den K.O. Also es war... Mann, hat er aufgedreht. Wir haben ein Urteil. Wir haben ein Referee-Stopping nach 53 Sekunden in der ersten Runde. Ein TKO und der Sieg geht an Nasrat Haqparast.